Okay, und jetzt erkläre ich mal, was ein Part-Anfang ist. Ist, wenn wir uns jetzt... Wir sagen Hallo? Hi! Zurück bei Undertale. Wie geht's? Hi! Genau, wie auch immer. Dominik, erklär's. Wie auch immer, ich werde es einfach erklären. Nochmal. Also das war jetzt gerade ein Part-Anfang. Genau. Von uns könnt ihr doch lernen. Wir sind Profis. Ja, wir haben schon 80 Videos auf unserem Kanal. Ja, wir müssen Profis sein, oder? Plus minus 5 oder so. Ich denke, hey, wegen den Rätseln links und rechts. Ja. Sie sind ein bisschen schwer zu erklären, aber... du hast sie bereits gelöst? Ja, Profi, sag ich doch. Fantastisch. Ja, das sind heiße Rohre und die sind nicht besonders glücklich. Also ich wäre glücklich, wenn ich so heiß wäre. Was? Ich wäre glücklich, wenn ich so heiß wäre. Ja, davon träumst du. Ich hörte, du wirst Bette dann treffen. Wirklich? Vorsicht, der Typ versetzt mich in schlechte Stimmung. Was? Aber er ist so beliebt. Ich kümmere mich nicht um Leute, nur weil sie beliebt sind. Naja, du kannst es sagen, weil du beliebt bist. Psst, was? Beliebt bei wem? Du bist bei mir beliebt. Oh, Papyrus, du bist auch bei mir beliebt. Ah, Maui, warte. Bedeutet das, du kümmerst dich nicht um mich? Das ist ein guter Punkt. Wörtchen? Ja? Du bist bei mir beliebt. Oh, du bei mir auch. Warte, heißt das nicht? Lass uns nicht drüber nicht länger diskutieren, okay, Domi? Okay. Gut. Ui, ui, ui. Oh. Oh, shit. Ey, das Licht ist aus. Kann man immer das Licht anmachen? Sehe nichts. Hey, es ist ziemlich dunkel da drin, oder? Ja. Keine Sorge. Ich hacke mich in das Beleuchtungssystem und schalte das Licht an. Ah, ist doch nicht nur leises System. Als ob sie den ganzen Chor kontrollieren könnte. Fast, ready. Okay, fast. Aber nicht hier eine Tür. Genau. Ich finde den zweiten Schrank von links ganz cool. Also nicht den Kühlschrank, sondern dann dieses... Was zwischen den Schubladen... Wobei, die Schubladen sind auch super. Ist nicht ein Ofen? Ist das der Ofen? Es kann auch der Ofen sein. Aber das, was zwischen den beiden Schubladen ist. Hm. Ja, ich finde, es guckt glücklich. Ja. Danke. Oh nein. Nicht hier oben, nein. Willkommen, Freunde, zur ersten Untergrund-Kochshow. Kochen mit dem Killer-Roboter. Quasi grill den Metatron. Genau. Ich find's übrigens super. Wenn Metatron spricht, hüpft er so hin und her. Ja. Aber der Hut nicht. Ja. Oh mein Gott, wenn du es einmal gesehen hast. Heizt eure Öfen vor, denn ihr bekommt heute ein spezielles Rezept geboten. Wir werden zusammen einen... Meinst du, unter dem Hut ist vielleicht eine Ratte, die ihnen das Kochen lehrt? Nein, er hat keine Haare, woran die ziehen können. Oh, richtig. Kuchen backen. Mein liebreizender Assistent hier wird sie... wird die nötigen Zutaten sammeln. Einen großen Applaus bitte. Yay! Yeah. Und die Menge schreit. Was? Und die Menge schreit. Wir brauchen Zucker, Milch und Eier. Fang an, Schnucki. Okay, Schätzchen. Oh hey, wir werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist keine Show über das Händewaschen, Schnucki. Die läuft nur mittwochs.
Oh, Moment, dann ist es sehr gut, wenn du sowas laufen lässt. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, das gerade in Zeiten von Coroni ist das gar nicht so schlecht. Coroni. Milch, Zucker und Eier, du solltest sie hinten finden können. Ja, okay. Nach kulinarischem Standard wird die Küche von einem Todeskraftwerk begrenzt. Ja, kenne ich auch so. Sonst stören die hier alle. Milch, Eier im Kühlschrank. Auf keinen Fall, Schnucki. Sie würden kalt werden. Ja, das ist, ja. Fast so, als ob man Milch kalt lagern sollte. Na, musst du, glaube ich, nicht mehr. Kühllager oder kalt, glaube ich, musst du nicht mal. Jetzt im Supermarkt ja auch nicht. Ja gut, im Supermarkt ist auch wirklich kühl. Ja. Oh ja, mit Öfen erreichen Temperaturen bis zu 9000 Grad Celsius. Rösten, toasten, brennen, verkohlen. Du bist aufgeregt, nicht wahr, Schnucki? Trademark. Bisschen. Eine MTT-Markenmikrowelle, der Ursprung der MTT-Herausforderung. Stelle dein Essen herein und stelle sie für 5 Minuten auf hoch. Wenn dein Essen noch erkennbar ist, verdoppelt sich dein Einsatz. Ich meine, wenn du Kuchen backst, eine Stunde bei 100 Grad oder 600 Grad und 10 Minuten, ne? Ist quasi dasselbe. Im Grunde ist es das Gleiche. Toll gemacht, nun platziere ich sie in der Mitte der Theke. Geht nicht. Nein, unten. Oh. Da. Das ist nicht die Mitte. Ich habe sie gestapelt. Perfekt, toll gemacht, wundervoll. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, um den Kuchen zu backen. Milch, Zucker, Eier. Wo ist das Mehl? Unter der Milch, über den Eiern. Nein, das ist Zucker. Ach, stimmt. Oh, warte einen kurzen Augenblick. Wie konnte ich das vergessen? Ja, das Mehl. Wir brauchen doch noch die wichtigste Zutat. Menschenfleisch. Nein, eine menschliche Seele. Menschenfleisch ist so widerlich. Das ist blutig. Ja, das ist richtig. Lauf! Ja, bleib einfach stehen, Frisk. Hallo, ich bin eigentlich gerade etwas beschäftigt. Warte eine Sekunde. Könntest du nicht... Oder vielleicht... Könntest du nicht eine Zutat im Rezept austauschen? Austauschen? Du meinst eine andere, nicht menschliche Zutat verwenden? Warum? Nein. Ich meinte eigentlich die Milch, aber wenn du die Menschen austauschen möchtest, dann bitte. Was, wenn jemand allergisch gegen Mensch ist oder gegen die Milch? Laktoseintolerant. Schon mal gehört? Ich finde es übrigens gut, dass du die Milch genommen hast, weil die Milch ist auch nicht vegan. Gut, die Eier auch nicht, aber... Aber hey, der Zucker, außer er ist aus Zuckertierchen. Zuckertierchen? Keine Ahnung. Oh, der Zucker darf nicht runterfallen, der haut ab. Ja. Nein, nicht die Zuckertierchen. Oh Gott, diese Vorstellung. Fällt dir einmal ein Löffel Zucker auf den Boden und plötzlich ist er weg. Nein. Alle Richtungen. Oh. Dann kommt der Zucker nochmal zurück und nimmt den Löffel mit. Oh Gott. Vegan? Das ist eine brillante Idee, Elvis. Es ergab sich tatsächlich eine weitere Option. MTT, immer geeigneter Menschenseelengeschmack-Ersatz. Eine Dose davon und dort hinten auf der Theke. Ist dort hinten auf der Theke. Yo, Seelenersatz. Nun, Liebling, warum holst du sie nicht? Okay. Was ist los? Kein Dosenfan? Zu schade, aber auch. Die MTT-Marke benutzt nur die frischesten künstlichen Zutaten und Chemikalien. Das finde ich gut. Da
Das ist keine... Oh, dann immer das Gleiche. Ob es das für Magie auch gibt? Menschliche Seelenersatz? Wenn nicht, gucken mal. Ja, es sind viele Schränke. Das ist doch nebenbei gesagt, unsere Sendung folgt einem strikten Plan. Wenn du die Dose nicht in der nächsten Minute holen kannst, halten wir uns wieder an das erste Rezept. Also fang besser an zu klettern, Schnucki. Wieso kann der fliegen? Ohne Düsen. Oh, oh nein. Es ist nicht genug Zeit, um dort hochzuklettern. Nee, ich bin Klettermeister. Glücklicherweise habe ich vielleicht einen Plan. Beim Aufrüsten deines Handys habe ich eine Funktion hinzugefügt. Ganz zufällig. Siehst du den großen roten Knopf, auf dem Jetpack steht? Drück da bloß nicht drauf. Das zündet eine Atombombe. Siehst du den großen gelben Knopf, wo Atombombe draufsteht? Drück den. Okay. Wieso fliegt mein Handy? Hier, ich habe die Knöpfe vertauscht. Es tut mir leid. Du solltest gerade genug Benzin haben, um die Spitze zu erreichen. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Und jetzt, ab mit dir, los, hoch. Wie steuere ich das Ding? Scheißegal, Vollgas. Aber ich kann doch nicht. Ich weiß, das ist mein erstes Mal. Oh, nicht die schönen Eier. Das ist Essensverschwendung. Ja, toll. Eier holt er aus einer 12er Packung. Was? Achso. Eier holt er aus einer 12er Packung. Wie viel Zucker holt ihr da raus? Ja, okay. Milch holt er aus der... Oh. Die schönen Eier! Die Hühner mussten dafür hart legen. Ja, sie mussten dafür harte Eier legen quasi. Oh mein Gott! Milch! Oh, ich hasse die Milch. Nimmst du bitte jeden mit? Gerne. Können wir nicht mehr Eier haben? Die sind einfach. Ich nehme... Oh. Naja, also... Wenn du dir deine Eier einteilst, dann sollte es eigentlich reichen für dein Leben. Für? Weil wenn du dir deine Eier einteilst, sollten sie eigentlich dein Leben lang reichen. Genau. Ja. Hört. Sieht so aus, als ob du mich geschlagen hättest. Aber nur weil du Hilfe von der brillanten Dr. Elvis hattest. Oh, ich hasse es daran zu denken, was ohne sie mit dir passiert wäre. Nun, adios. Ciao. Oh ja, wegen der Änderung. Hast du noch nie zuvor eine Kochshow gesehen? Ich hatte den Kuchen schon lange vorher gebacken. Also vergiss es. Warte, ist der Kuchen, den du gebacken hast, für menschliche Seelen? Hast du die von Asgore geklaut? Ja, es ist quasi, Wir sehen dann später, wo er die Seele her hat. Oh mein Gott. Ich hätte kein Stück von dem Kuchen. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Tolle Arbeit, Team. Wusstet ihr eigentlich, dass Team für toll ein anderer macht steht? Ja, ich auch nicht. Ich mach die ganze Arbeit und Elvis ruft an. Nun, egal, lass uns weitermachen. Also mach du weiter und ich bleib hier sitzen. Ja, eigentlich bürdet uns Elvis die Arbeit auf. Ah, komm schon. Pyrus. Geh nochmal rein. Können wir speichern. Ein ominöses Gebäude ragt aus der Distanz hervor. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Hey! Ich hab dich rübergedrückt. Geh nochmal rein. Ruf jetzt nochmal an. Es ist an den Tisch festgeklebt. Natürlich. Natürlich. Ruf jetzt nochmal an, vielleicht ist es ein anderer Raum. Nein. Oh. Wir haben nichts zu der Küche zu sagen. Was? Ich ein bisschen enttäuscht bin, beide kochen. Ja. Es ist enttäuschend. Wir hätten sowas sagen müssen wie, oh, ich liebe die Sendung. Ja. Was? Nehmen wir zu der Maschine? Ja, du hast was zu sagen. Siehst du das Gebäude dort hinten? Schwer zu übersehen. Das ist der Chor, die Quelle aller Energie. Des Untergrunds. Was in die falsche Zeitung gefallen ist. Er konvertiert Erdwärme in magische Elektrizität um Dinge zu tun. Egal, da müssen wir jetzt jedenfalls hin. Okay. Also du.
Im Chor ist ein Aufzug, der dich direkt zu Eskors Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Direkt. Du kannst ohne nach Umweg. Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Psst. Was? Nicht die Urheber-Strikes. Als ob da ein Urheberrecht drauf ist. Ja, ist es. Ich weiß. Mit Sicherheit von, was weiß ich, von wem war das Lied ursprünglich? Keine irgendwann. Ahnung. Wie, du weißt das nicht? Ich bin für L1. Ich fahr nach L1. Ja, bei L1 sind wir wieder hier. Ach, das oh, hey, das ist ein Speicherpunkt. Kenne ich ja noch gar nicht. Ja, haben wir zufälligerweise genug die Zeit voll für Partbänden? Nein. Schade. Leider nicht. Könnte ich schon wieder in dem Part in dem Screen Part beenden. Yo, Feuertyp. Hä? Ich bin der Hitze Gänzkopf. Denk an meinen Namen. Okay. Hitziger Hitzkopf. Domi, denk an seinen Namen. Jo. Ich liebe Hot Dogs. Hey. Ist es nicht merkwürdig? Auf dem Dach von einem Kerl liegt Schnee. Ja. Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauber zu machen. Daran muss es schmelzen. Daran muss es liegen. Ich liebe Hot Dogs. Brötchen! Tausige Semmeln! Die Dinger heißen Brötchen, mein Freund. Brötchen. Nein, nein, der hat schon recht. Oh mein Gott, von wem wurde die Übersetzung gemacht? Für mich ist das nicht auffallend, dass es. Weißt schon, Semmeln, da steht auch für dich ist was ganz anderes. Manche lesen das Buch und denken sich. Was zum Fix sind Semmeln? Oh, das ist wirklich lustig. Vielleicht sind sie auch Wecken oder Weckli oder Rundstück oder Knüppel? Oder Schrippe. Der hat einen Hotdog oben drin. Ja. Und die hat einen Hotdog in der Hand. Darf ich anmerken, dass es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Synonyme für Brötchen gibt? Semmel, Tommy, Semmel. Ja, wegen mir auch 11 für Semmel. Oder 11 für Wecken, oder 11 für Knüppel, oder 11 für Schrippe. Schrippe ist, glaube ich, Bayern, oder? Bayern, sage ich, Berlin. Ja, das kann sein, tatsächlich. Frag mir mal Paris, wie er es nennt. Was? Mein Bruder ist echt an seiner Station? Was? Ich dachte, er hätte nur 3 Stationen. Nein, er hat mindestens 4. Wer zum Geier heuert den Typen immer an? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ernsthaft? Er kennt Abkürzungen und nimmt einfach die Bude immer mit. Jo, Sens, wie geht's? Hey, Kumpel, wie geht's? Das haben wir dich gerade gefragt. Stimmt. Willst du einen Hotdog? Er kostet nur 30 Gold. Klar. Danke, Kumpel. Hier ein Hotdog für dich. Ja. Dog. Apostrophendog. Kurz für Hotdog. Hä? Oh. Apostrophdog. Weil er vorher ein Apostroph gemacht hat. Ja, ja. Verstanden. Ja, 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 ja. Weil du was gesagt hast. Ja, wo ist der Witz? Denke, das brauchen wir momentan noch nicht. Ich kenne noch einen. Oh. Ups, ich habe keine Hotdogs mehr. Hier, nimm stattdessen diese Hotcat. Oh, diese heiße Katze nehme ich gerne mit. Hotdog? Hotdog, halt 20 HP. Das Fleisch stammt von einer Rohrkolben. Wasserwürste, wenn ich bitten darf. Wasserwürste. Hotcat. 21 HP. Wie ein Hotdog, aber mit kleinen Katzen am Ende. Oh, ist so niedlich. Ich hätte gerne ein Hotcat. Oh, ich auch. Gar. Kriegst du viel. Ich lege es einfach auf deinen Kopf. Ja, gerne. Hier geht noch ein. Er ist am Dach. Naja, mein. Er liegt auf dir. Hier, viel Spaß. Hier, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.
Viel Spaß. Shut up and take my money. Oh, ich liebe das. Ah, ja, sagt noch was, nicht vergessen. Ja, schon. Hier, viel Spaß. Hier. Ja, viel Spaß. Würdest du ihn bitte richtig synchronisieren? Ich bin offen zu dir. Okay, okay. So sehr ich dich. Ich es auch mag, Hotdogs auf deinen Kopf zu stapeln. 30 ist eine hohe Zahl. Ja, es ist wahr. 29 ist in Ordnung, aber 30? Sieht so aus, als kämen meine Arme so hoch. Sieht das so aus, als kämen meine Arme so hoch. Sie kommt auch nicht bei 29 so hoch. Okay, ja. Oh. Sorry, 30 ist das Limit an Hotdogs. Hotdogs? Kennst du die Serie Catdog? Ja. Daran muss ich denken. Warum? Na egal. So, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Nein, nein. Ah, hast du es gesehen, wie ich hier runtergekommen bin? Ja, kein Problem für dich. Ja, mit dieser unglaublichen Hotdog-Leistung beenden wir den Part. Hotdog-Leistung. Richtig, mit der unglaublichen Hotdog-Leistung. Gut. Ciao. Dann, ob wir mit dem Hotdog noch weiterkommen. Hotdog, Entschuldigung, Hotdog. See you in the next part. Tschüss.